Die Kern 3200 ist die neueste Entwicklung von Kern. Sie ist Teil von unserer Plattformstrategie, die ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. Grundlage ist die Systemplattform mit einer uniformen Antriebs-, Steuerung- und Softwaretechnologie. Mit der Kern 1600 und Kern 3200 können wir nun zwei Multiformat-Kuvertierer mit unterschiedlichen Merkmalen anbieten. Die Differenzierung ist vorwiegend in der Leistung und der Grundausrüstung zu finden. Mit diesem Konzept können wir unseren Kunden und den Interessenten ganz gezielt die passende Anlage in einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis anbieten. Die Kern 1600 als ideale Anlage für kleine bis mittlere Volumen ist in den Leistungsklassen 12.000 und 16.000 Kuvertierungen pro Stunde verfügbar. Die Kern 3200 ist desgleichen in zwei Leistungsklassen erhältlich, mit 18.000 und 22.000 Kuvertierungen pro Stunde. Der Hochleistungsbereich wird mit dem Kern 3600 mit einer maximalen Kuvertierleistung von 27.000 abgerundet. Auch dieses System wurde in der letzten Zeit auf die neue Plattform angepasst und ganz wichtig, bleibt Bestandteil unseres Portfolios. Was sind die Highlights der Kern 3200? Die Anlage ist für den Transaktionsmarkt und anspruchsvollen Direktwerbemarkt positioniert. Das System zeichnet sich aus durch volle Kompatibilität mit bestehenden Kuvertiermaschinen, kürzesten Umrüstzeiten und einer einfachen, intuitiven Bedienung. Dank der verfügbaren Systemkonfiguration bietet das System eine sehr hohe Flexibilität, die unterschiedlichsten Applikationen zu verarbeiten. Mit der Unterstützung der automatischen Formateinstellung wird der Wechsel auf ein absolutes Minimum reduziert. Eines der Highlights sind die zwei Kuvertmagazine. Der Einsatz erlaubt, die Anlage mit unterschiedlichen Kuverttypen zu bestücken. Jobweise können die entsprechenden Umschläge ab dem jeweiligen Magazin zugeführt werden. Sogar bei entsprechender Jobaufbereitung erfolgt dieser Wechsel vollautomatisch. Damit wird die Jobumstellung auf ein absolutes Minimum reduziert. Mehr Details in Kürze während unserer Live-Präsentation. Nachfüllen von Produkten ist während dem Betrieb in der ganzen Anlage möglich. Berührungsloses Kuvertierprinzip. Dank dem Einsatz von Lamellen ist der ganze Kuvertinhalt während dem Einschiebeprozess vollständig geschützt. Bei der Entwicklung des neuen Kuvertiersmoduls wurden Feedbacks unserer Kunden berücksichtigt. Dank einer präventiven Fehlerbehandlung erreichen wir eine maximale Produktionseffizienz. Details auch hier in Kürze während unserer Live-Präsentation. Weitere Highlights der Maschine: Mehrkanalfähigkeit bis zwei Kanäle, einen modularen Aufbau, automatische Geschwindigkeitsanpassung und eine einseitige Bedienung. Hallo Michael, hallo es freut mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen und du dich bereit erklärt hast, einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen.
Die erste Frage aus Sicht des Marktes und den Kundenanforderungen. Was sind die heutigen Anforderungen für einen Dienstleister wie die SPS? Die größte Herausforderung für uns im Markt des Transaktionsdrucks sind die rückläufigen Volumen, die wir bei den Kunden sehen. Das gepaart mit der Tatsache, dass die Anzahl der Jobs gleich bleibt oder eher noch steigt, steigert die Komplexität in der Verarbeitung. Wir sehen auch, dass das Verhältnis zwischen Setup, Einrichtzeiten und Produktionszeiten sich verändert und das stellt für uns eine große Herausforderung dar. Die Kunden erwarten auch mehr Flexibilität von uns als Dienstleister und haben gestiegene Qualitätsanforderungen. Ja. Das ist die Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Wir müssen heute schauen, dass wir unsere Strukturen, Prozesse und Abläufe ständig überarbeiten. Das schaffen wir mit einem hochmotivierten und gut ausgebildeten Team, ja, das wir zum Glück haben. Ja. Aber auch mit Partnern, die genau diese Marktanforderungen mit in ihre Produktentwicklungen einfließen lassen und uns helfen, die Effizienz zu steigern und da weiter nach vorne zu kommen. Okay, besten Dank. Sehr interessant, deine Ausführungen. Na, nun heruntergebrochen auf das Kuvertiersystem. Welche Anforderungen stellt die SPS an ein modernes Kuvertier, an eine moderne Kuvertiermaschine? Ja, wie schon gesagt, die Flexibilität ist für uns ganz wichtig. Das heißt, die Setup-Zeit, das muss einfach einzustellen sein. Es muss multiformatfähig sein. Wir haben ständige Wechsel dort und das muss schnell gehen. Das muss für die Bediener einfach und intuitiv sein. Und ein weiterer wichtiger Punkt, zusätzlich natürlich zu der Leistung, die die Maschine bringen muss, ist einfach noch die, Zuverlässigkeit. Ja. Da brauchen wir eine hohe Betriebszeit, geringe Wartungszeiten und einen hervorragend funktionierenden Service. Und dieses Gesamtpaket ist für uns im Prinzip wichtig. Das gilt für die einzelnen Maschinen. Für den Maschinenpark an sich ist natürlich auch wichtig, dass unsere Maschinenführer übergreifend arbeiten können und nicht für jede Maschine eine Schulung brauchen. Ja. Dass sie eine einfache und intuitive Bedieneroberfläche haben. Das waren alles Kriterien, die wir aufgestellt haben, als wir unser Kuvertierkonzept überarbeitet haben. Okay, danke. Sehr, sehr spannend. Ja, die SPS hat sich entschieden, neben der Kern 1600, die erfolgreich installiert und betrieben wird, mit dem Kern 3200 Hochleistungssystem ein flexibles, vollumstellbares Multiformat-Kuvertiersystem einzusetzen. Mit welchen Punkten konnten wir deine Organisation überzeugen? Ja, zunächst freuen wir uns mal, dass wir die Maschine hier in Mühligen begrüßen dürfen demnächst und den Test fahren dürfen. Überzeugt hat uns natürlich der automatische Setup, die zwei Kuvertierfeeder, die wir haben, die Flexibilität, die Modularität auch mit der 1600 für unseren Maschinenpark. Das sind alles Dinge, die unsere Kunden von uns erwarten und die wir brauchen, um effizienter zu werden. Was sehr gut ist, ist natürlich auch durch das modulare System, dass Techniker Bescheid wissen, dass unsere Maschinenführer an allen Maschinen arbeiten können. Und ein weiterer überzeugender Punkt war natürlich der Kernservice, den wir über Jahre genießen durften, tolle Zusammenarbeit und überzeugt sind, dass das in der Zukunft genauso weitergehen wird. Gut, okay. Michael, vielen Dank Bitte schön, für deine Ausführungen. Dank.